Hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute wird es rosa. Ich habe eine abstrakte Landschaft gemalt. Also besser gesagt, habe ich zwei Bilder gemacht. Das siehst du jetzt ja gleich. Und dann hatte ich noch eine ganz tolle Idee und schwuppdiwupp sind es drei Bilder geworden. Wie ich das gemacht habe, das siehst du jetzt hier in dem Video. Ich mische jetzt hier meine Acrylfarben zurecht und viel Spaß bei dem Video. Und sofort fange ich an, mit dem zweiten Bild zu malen, weil ich möchte ja die Farben, die ich ja mir gemischt habe, in den gleichen Farbton halten. Eigentlich bräuchte ich jetzt ein neues Wasser, aber ich lasse es jetzt einfach so, weil es muss ja relativ schnell gehen.
Die Idee, die ich im Kopf habe, sind ja zwei abstrakte Bilder zu malen, die ich aber nicht direkt nebeneinander hänge. Also das heißt, dass das eine Bild nicht in das andere Bild überläuft, sondern dass man das eine Bild vielleicht auf die rechte Wand hängt und das andere dann an die linke Wand, um dir das zu erklären. Die Acrylfarben habe ich jetzt auch ziemlich hell gelassen. Also ich habe ziemlich viel Weiß auch reingetan. Um das alles noch ein bisschen transparenter dann auch zu machen, verwende einfach noch ein bisschen Wasser. Da kannst du dann die Farben schön ineinander streichen. Du siehst, dass ich links einen Küchenschaber habe. Das ist ja eigentlich eine Spachtel, die verwendet man heutzutage ja fast in jedem Video, was man sieht. Ich benutze ihn auch gerne, aber ich möchte dir jetzt auch mal zeigen, dass das manchmal nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Schau, siehst du das? Das ist jetzt hier nicht so toll und versuche das jetzt halt einfach wieder wegzubekommen, indem ich erstmal versuche, es ineinander zu streichen. Und einfach mit einem Lappen versuche ich das auch noch mal ein bisschen wegzubekommen, weil dieser Effekt jetzt nicht so in dieses Bild hineinpasst. Und manchmal will die Acrylfarbe auch nicht so, wie ich das möchte. Das heißt, wenn ich habe jetzt hier ein Schwarz genommen, wo die Pigmentierung auch sehr, sehr hoch ist. Das heißt, dass die Farbe eigentlich sehr schwer ist und du siehst es läuft auch nicht so. Es wird dann eher pumpig. Du kannst jetzt hier, wie ich jetzt gemacht habe, Wasser noch aufzutragen, aber ich lasse es jetzt erstmal hier so stehen, tut es noch ein bisschen wegtupfen und versuche da einfach weiter zu arbeiten. Ich werde noch eine andere Lösung finden, da bin ich mir sicher. Um das jetzt hier nicht so krass zu machen, weil Schwarz und Weiß sind ja schon, die Gegensätze sind ja sehr, sehr groß, nehme ich jetzt hier einfach meinen Finger und noch ein bisschen Beige und versuche das jetzt ineinander zu verstreichen. Und so wirkt es auch nicht mehr so hart. Ja, manchmal passiert mir das noch ein bisschen kleckst, aber das ist noch hinzubekommen mit ein bisschen Wasser und mit einem Mallappen kann ich es auch ein bisschen noch wegwischen. Aber irgendwas fehlt noch in dem Bild. Aber ich möchte nicht noch eine neue Farbe mit auftragen und experimentiere jetzt hier noch ein bisschen rum, tue ein Weiß noch mit drauf. Setze jetzt einfach mal hier so einen Farbklecks, einen schwarzen, aber der gefällt mir auch nicht und tupfe ihn auch wieder weg. Und schwuppdiwupp habe ich dieses Paketband entdeckt und habe mir gedacht, ja, genau das ist es. Du siehst, ich verwende auch immer gerne meine Finger, weil ich finde, der Finger ist manchmal der beste Pinsel. Ich verstreiche jetzt noch hier die Farbe ein bisschen ineinander und fertig ist auch schon das Bild. Jetzt siehst du hier das erste Bild, was ich jetzt zuerst gemacht habe und jetzt das zweite. Und jetzt zeige ich dir das Ergebnis mit dem Paketband und ich finde es eigentlich ziemlich cool. Ich habe nur das Bild einmal gewendet, also einmal hochkant gedreht und fertig ist es. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Iris Müller. Auf meinem Kanal findest du alles, was mit Kunst zu tun hat. Schau mal rein. Ciao, deine Iris.